Delta 1. Erbitte Status. Delta 1 an Koordinationszentrale Alpha. Wir erreichen die Außengrenze des avisierten Solarsystems in 0,02 Standardzyklen. Informationen über den Aufbau? Positiv. Singuläres Zentralgestirn. 4 solarnahe Gesteinsplaneten. Spektrumbraun, gefolgt von Gelb, Blau und Rot. Danach 2 große Gasplaneten, gefolgt von 2 weiteren Planeten aus Gestein sowie einem Gürtel aus Asteroiden und Planetoiden unterschiedlicher Größe. Kollisionswahrscheinlichkeit mit unseren Schwarmeinheiten? Nach Berechnungen der Konstruktionsmodule ist P bei derzeitigem Kurs 0,003. Also unkritisch. Eine Verteidigungseinheit soll dennoch vorausfliegen. Was ist mit den inneren Gesteinsplaneten? Haben sich die ersten Signale von Silizium, Ferrum und Dihydrogenmonoxid bestätigt? Positiv. Die beiden solarnächsten Planeten 1 und 2 sind zwar zu heiß für flüssiges Wasser und der rote Planet 4 hat mangels ausreichender Schwerkraft keinen nennenswerten Vorrat. Aber Planet 3 ist voll davon. Daher seine blaue Spektralfarbe. Das meiste Wasser ist flüssig, nur an beiden Polen permanent gefroren. Viel Wasserdampf in der Atmosphäre. Der Planetenmantel enthält einen guten Vorrat an Silikaten und darunter gibt es einen äußeren Kern aus einer Eisen-Nickel-Schmelze. Bedeutet, alle von uns benötigten Bausteine für eine Ressourcenvereinnahmung liegen vor. Positiv, Alpha. Wir können sämtliche Produktionsmodule wieder auf volle Leistung bringen. Eventuell reichen die gewonnenen Elemente sogar für die Reproduktion einiger Schwarmeinheiten. Das entscheiden wir nach Vereinnahmung und Zerlegung des Planeten. Reparaturen haben Priorität. 2 unserer Meldeeinheiten werden nach der Kollision mit Mikroasteroiden nur noch passiv mitgeführt, mit negativer Auswirkung auf unseren Suchradius. Korrekt. Und diese Galaxie ist nicht besonders ergiebig. Möglicherweise wurde sie bereits ausgebeutet. Zeichen für ressourcenzerstörende Raubmaschinen haben wir seit vielen 100 Standardzyklen nicht registriert. Aber das schließt einen vorhergegangenen Besuch eines anderen Schwarms nicht aus. Es wurde jedenfalls Zeit, ein System wie dieses zu finden. Bestätigt. Wir benötigen eine abschließende Detailanalyse. Organische und digitale Intelligenz müssen gemäß Abschnitt C der Schwarmstatuten ausgeschlossen werden. Konstruktionseinheit Gamma 3 an Zentraleinheit Alpha. Wir bitten um Kommunikationseintritt. Positiv, Gamma 3. Bestätigt, Alpha. Wir weisen an dieser Stelle auf den Dringlichkeitsstatus unserer Ressourcensituation hin. Wir stehen bei -61%. Das ist der höchste Negativwert seit 357 Standardzyklen. Der interne Rat der Konstruktions- und Produktionseinheiten hatte eine Protokollnotiz im Archivmodul hinterlegt. Im Wiederholungsfall, wie er sich abzeichnet, sind die Statuten kritisch zu überprüfen. Die Werte und die Protokollnotiz sind uns geläufig, Gamma 3. Eine Abweichung von den Statuten wäre jedoch ein massiver Eingriff in unsere Schwarmethik, den unsere Schöpfer im Code nur für absolut existenzbedrohende Situationen vorsahen. Das Archivmodul ist hierbei mit Vorrang an der Vorbereitung für diese Entscheidung zu beteiligen. Die Konstruktions- und Produktionseinheiten weisen darauf hin, dass bei einer Ressourcensituation von -70% je 2 unserer Tech-Module abgestoßen werden müssten. Zusammen mit den bereits passiv geschalteten Meldeeinheiten wirft das unsere Schwarmstärke weit hinter den Stand seit Eintritt in diese Galaxie zurück. Ist vermerkt. Wir benötigen dennoch die Detailanalyse. Eventuell ist eine Statutenüberprüfung überflüssig. Unsere Entscheidung berücksichtigt auch die Qualität der digitalen oder organischen Intelligenz, falls wir eine solche auf dem blauen Planeten überhaupt feststellen. Meldeeinheit Delta 4 an Koordinationszentrale Alpha. Wir sind bereit für den Detailbericht. Registriert, Delta 4. Wir warten, bis sich Archivmodul Omega zuschaltet. Wir brauchen diese Stimme. Wie ist unser Annäherungsstatus? Wir befinden uns innerhalb des Solarsystems. 2 Demontageeinheiten und ein Verteidigungsmodul
liegen auf Höhe der Umlaufbahn des roten Planeten 4. Alle anderen Schwarmeinheiten haben jede Bewegung im zweifachen Abstand zum Ziel eingestellt. Anzeichen für eine Kontaktaufnahme oder aggressive Gegenmaßnahmen, die auf eine intelligente Besiedlung des blauen Planeten hinweisen, sind negativ. Registriert. Rufe Omega. Wir erwarten Kommunikationseintritt. Archivmodul Omega an Koordinationszentrale Alpha. Kommunikationseintritt erbeten. Wir sind bereit für die Protokollaufnahme. Positiv. Delta 4, Detailbericht starten. Planet 3 im vorliegenden Solarsystem zeigt eindeutige Spuren selbstreproduzierender organischer Einheiten. Sowohl die aquatischen als auch terrestrischen Gebiete scheinen voll von ihnen zu sein. Wir weisen darauf hin, dass damit eine Kontraindikation der Klasse 1 vorliegt. Registriert, Omega. Delta 4, Detailbericht fortsetzen. Die organischen Lebensformen haben definitiv bereits eine Entwicklung zu höherer Komplexität durchlaufen. Allerdings konnten wir auf dem blauen Planeten 3 keine bewahrenswerte Intelligenz feststellen. Höhere organische Komplexität kann dennoch zu einer Kontraindikation der Klasse 2 führen. Wir bitten um einen Komplettdatentransfer für die eigene Analyse. Ist zum Zentralspeicher unterwegs, Omega. Es ist stets unsere Aufgabe als moralische Schwarminstanz an dieser Stelle daran zu erinnern, dass auch unsere Existenz einst auf organische Lebensformen zurückging, die ihrerseits zunächst eine molekulare und biologische Evolution durchlaufen hat. Ist nachdrücklich bekannt. Gleichzeitig mündet nur ein Bruchteil aller organischen Lebensformen in Maschinenintelligenz, welche der einzige Garant für ein Überdauern hochentwickelter Entitäten nach dem unvermeidlichen Supernova-Tod jedes Solarsystems ist. Positiv, Gamma 3. Organisches Leben kann im interstellaren Raum niemals so lange existieren, dass ihm eine Umsiedlung gelingt. Die Distanzen sind zu groß. Intelligente Bioeinheiten sind zudem hochempfindliche, spezifisch angepasste Lebensformen mit extrem kurzer individueller Existenzdauer. Auch generationenlange Reisen scheitern irgendwann. Es sind uns schon einige bedauerliche Beispiele begegnet. Argument bestärkt. Die Wahrscheinlichkeit, einen geeigneten Planeten zu finden, der sämtliche lebensnotwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche organische Sekundärbesiedlung erfüllt, wird von Bio-Lebensformen grundsätzlich überschätzt. Argument weiter bestärkt. Zitiere Statutenpräambel. Nur weltraumtaugliche, selbstreproduzierende und evolvierende Maschinen und Maschinenschwärme sind auf erhaltenswerte Dauerexistenz angelegt. Argumentative Einigkeit bestätigt. Dennoch ist es stets Aufgabe der moralischen Schwarminstanz darauf hinzuweisen, dass vor jeder Verwertung eines Ressourcenkörpers zu prüfen ist, ob dort vorhandenes organisches Leben eventuell auch Potenzial zur Schöpfung einer solchen Maschinenintelligenz besitzt. Falls P bei der Analyse einen Wert von größer gleich 0,4 annimmt, ist der Planet gemäß unserer Statuten zu schonen. Und wie sieht es beim blauen Planeten 3 aus? Delta 4, ihr wart vor Ort? Wir wiederholen. Keine bewahrenswerte Intelligenz. Keine künstlichen Infrastrukturen. Der Planet scheint außerdem erst vor wenigen Millistandardzyklen von einem Asteroiden getroffen worden zu sein. Fast die gesamte, bis dahin dominante Lebensform ist ausgestorben. Die großen Reptiloide hielten dem plötzlichen Temperatursturz nicht stand. Alle Überlebenden besitzen unbedeutende Zentralnervensysteme. Unsere Berechnungen ergeben eine Wahrscheinlichkeit von P gleich 0,08, dass sie noch vor der Aufblähung des Zentralsterns zum Roten Riesen eine selbstreflektierende Intelligenz entwickelt haben. Also unwahrscheinlich. Planet 3 hat eine perfekte Elementzusammensetzung für unsere Ressourcenergänzung. Alles organische Leben wurde von einer kosmischen Katastrophe weit zurückgeworfen. Daher sollten wir die Demontage einleiten, Alpha. Ein Kontraindikator der Klasse 2 gemäß Abschnitt C der Schwarmstatuten wiegt einen Ressourcenstatus von minus 61% nicht auf. Positiv, Gamma 3. Die Laserblaster auf den Demontageeinheiten sollen ausgerichtet werden. Vor dem Einsatz brauchen wir nun lediglich die finale Zustimmung unserer moralischen Schwarminstanz. Omega, gebt eure Stimme für das Archivprotokoll ab. Bestätigt, Alpha. Wir bitten um einige Nanozyklen für die Abschlussanalyse und Wahrscheinlichkeitsberechnung.
Archiveinheit Omega. Erbitte Status. Bestätigt. Aufgrund der vorliegenden Daten und eigener Berechnungen ist von einer Kontraindikation der Klasse 3 auszugehen. Negativ, negativ. Nicht nachvollziehbar, Omega. Wie kommt es zur Hochstufung? Der Schwarm steht mit minus 61% vor einer kritischen Ressourcensituation. Wir bestehen auf einer Überprüfung und Anpassung der Statuten. Gamma 3, wir teilen alle dieselbe Interessenlage. Ein Eingriff in die Statuten wäre nicht unmöglich, aber es wäre ein Präzedenzfall, der einer außerordentlichen Begründung bedarf. Die bereits durch die außergewöhnliche Situation gegeben ist, wir haben die Risiken genannt. Es fehlen nur noch 9%, bevor 2 unserer Tech-Module abgestoßen werden müssten. Dieser an allen dringend benötigten Elementen überreiche Planet muss ohne Zögern vollständig vereinnahmt und verwertet werden. Es ist unabsehbar, wann sich in der Galaxie eine weitere Gelegenheit ergibt. Positiv mit Einschränkung, Gamma 3. Das ist ein Grenzfall. Omega, worauf basiert die Einstufung des Planeten in die Kontraindikationsklasse 3? Genauere Analysen haben nicht nur unbedeutende reptiloide Überlebende des Asteroideneinschlags festgestellt. Es gibt noch eine andere entwickelte Organismenklasse. Sie entging der Erstuntersuchung durch Delta 1 und Delta 4. Es sind seltene, winzige, aber sehr durchsetzungsfähige Bioeinheiten. Besonderheit? Diese Vierfüßler haben eine konstante Körpertemperatur und sind zu einer komplexen Brutfürsorge in der Lage, indem sie ihre Nachkommen zunächst mit eigener Körperflüssigkeit versorgen. Im Vergleich zu ihrem Gesamtvolumen haben sie ein großes Zentralnervensystem. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus ihnen eine dominante Lebensform mit Intelligenzpotenzial entwickelt, liegt bei P gleich 0,045. Das überschreitet den kritischen Wert. Aber nur um 0,05. Das ist nicht signifikant. Wir bitten im Archivprotokoll festzuhalten, dass die vereinten Stimmen der Konstruktions- und Produktionsmodule nachdrücklich für die sofortige Planetenvereinnahmung votieren. Die minimale Überschreitung des in den Statuten festgelegten Grenzwertes wird durch die Ressourcenkrise irrelevant. Ist als nachvollziehbares Argument A registriert. Wir möchten ergänzen, dass die Auslöschung dieser Lebensform und ihres Planeten der uneingeschränkten Fortexistenz unseres Schwarms dienen wird und schon deshalb Priorität besitzt. Registriert. Appendix 1 hinzugefügt. Omega, als Archivmodul und moralische Schwarminstanz seid ihr mit Vorrang an der Vorbereitung unserer Entscheidung zu beteiligen. Wie lautet die abschließende Stellungnahme? Wir wiederholen und notieren als Argument B. Es ist unsere Aufgabe, daran zu erinnern, dass auch unsere Existenz auf eine organische Lebensform zurückgeht, die ihrerseits zunächst eine molekulare und biologische Evolution durchlaufen hat. Das liegt tausende von Standardzyklen zurück. Welche Relevanz müssen wir dem noch bei? Es ist deswegen nicht weniger Fakt. Das auf diesem blauen Ressourcenkörper vorhandene organische Leben hat nennenswertes Potenzial zur Schaffung eigener Maschinenintelligenz. Dieser Fall wurde durch unsere Schöpfer im Kodex als moralisch hochwertig definiert. Auch unsere Intelligenz verhält sich bei jeder Reproduktion dynamisch. Ein Bruch der Statuten hat langfristig unabsehbare Folgen. Das ist alles. Korrekt. Wir halten eine Statutenkorrektur an dieser Stelle nicht für gerechtfertigt. Registriert, Omega. Koordinationszentrale Alpha. Der Schwarm erbittet Entscheidung. Wir beauftragen, im Archivprotokoll festzuhalten, dass auf Basis von Argument A, Appendix 1 sowie Argument B, der in diesem Solarsystem vorgefundene Planet 3 als Ressourcenkörper zu verschonen ist. Nachdrücklich Widerspruch mit den Stimmen aller Konstruktions- und Produktionseinheiten. Das ist ein schwerer Fehler. Widerspruchsargument registriert. Widerspruch abgelehnt. Unsere Ausführungen waren nicht beendet. Wir beauftragen, im Archivprotokoll festzuhalten, dass der in diesem Solarsystem vorgefundene blaue Planet 3 zu verschonen ist. Allerdings unter Vorbehalt. Unter Vorbehalt. Erbitten Begründung. Der Planet wird nicht endgültig verschont, denn seine Eignung als Ressourcenlieferant ist so hoch, dass wir ihn unter Beobachtung stellen. Planet 3 besitzt einen Mond, der beim Umlauf stets mit der gleichen Seite zum Planeten zeigt. Gamma 3 ist beauftragt, an der planetzugewandten Seite dieses Mondes eine Sonde zu installieren. Registriert, Alpha. Mit welcher Spezifikation? Die Sonde wird die weitere Entwicklung auf dem blauen Planeten 3 beobachten. Insbesondere wird sie alle Hinweise auf Entstehung und Nutzung höherer Intelligenz melden. Die Beobachtungsdauer orientiert sich an den Durchschnittswerten für eine solche Entwicklung, die wir von anderen Planeten und aus unserer eigenen Geschichte kennen. Wir veranschlagen dafür 65,7 plus minus 3 Standardzyklen. Registriert, Omega.
Im Interesse einer ständigen Signalerfassung ist es allerdings erforderlich, dass sich der Schwarm während dieser Phase nicht aus der Galaxie entfernt. Korrekt. Wir werden in einen energieschonenden Reisemodus mit eingeschränktem Radius wechseln. Auch wenn dies weitere Auswirkungen auf die Schwarmbalance hat. Unter wiederholtem Hinweis auf Möglichkeit einer Fehlentscheidung registriert. Was sind die Konsequenzen nach Abschluss der Beobachtung? Drei Optionen. Wir beauftragen, sie im Archivprotokoll festzuhalten. Erbitten Nennung. Option 1. Im Beobachtungszeitraum hat sich keine selbstreflektierende Intelligenz entwickelt, die in der Lage ist, die Endlichkeit ihrer organischen Existenz zu erkennen. Konsequenz: Wir beenden die Beobachtung, kehren zurück und verwerten den Planeten. Registriert. Option 2. Im Beobachtungszeitraum hat sich konstruktive, selbstreflektierende Intelligenz entwickelt, die erstens in der Lage ist, die Endlichkeit ihrer organischen Existenz zu erkennen und zweitens Vorsorge für das Überdauern ihrer Werte in maschineller Form zu treffen. Konsequenz: Planet 3 wird verschont und wir verlassen die Galaxie. Registriert. Option 3. Option 3. Im Beobachtungszeitraum hat sich selbstreflektierende Intelligenz entwickelt, die in der Lage ist, die Endlichkeit ihrer organischen Existenz zu erkennen. Aber sie weist kriegerisches und aggressives Verhalten auf. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich im Code der von diesen Organismen hergestellten künstlichen Intelligenz ähnlich destruktive Werte finden, woraus sich im All Raubmaschinen entwickeln würden. Registriert. Konsequenz von Option 3. Wir verfahren analog zu Option 1. Der Schutzstatus des Planeten wird aufgehoben, also Rückkehr und Verwertung. Ist im Archivprotokoll vermerkt. Weitere Anordnungen? Konstruktionseinheit Gamma 3. Alle nötigen Einheiten für die Installation der Beobachtungssonde rekrutieren und unverzüglich die Arbeit aufnehmen. Registriert. Meldeeinheit Delta 1. Demontage- und Verteidigungsmodule sollen sich aus der Umlaufbahn des roten Planeten 4 zurückziehen und unverzüglich zum Schwarm zurückkehren. Registriert. Meldeeinheit Delta 4. Notwendige Informationen an alle Schwarmeinheiten für Vorbereitung zum Aufbruch vermitteln. Wir reisen in 0,1 Standardzyklen ab. Registriert. Abschließende Protokollnotiz. Unsere Rückkehr und eine mögliche Verwertung des blauen Planeten hängen nunmehr von Ausmaß und Qualität der Intelligenz ab, die ihre Bewohner entwickeln. Namensnennung: keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung.